Dann gucken wir mal in unser schlaues Büchlein, was wir denn jetzt hier noch so an Aufgaben haben. Also, wir müssen immer noch Lambda 2 überprüfen, brauchen dafür aber einen Wurfhaken. Also, das wäre immer noch die Aufgabe. Das ist jetzt natürlich. Ich würde mal vorsichtshalber speichern. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie noch was finden. Ah, Moment hier, das ist gut, das brauchen wir. Gleich essen. Kohlenhydrate, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ja, also ich gucke mal noch mal schnell auf die Karte. Wir brauchen den Wurfhaken. Und dafür aber halt. Ja, genau, wir brauchen den Wurfhaken und dafür den Wurfhaken. okay, im Prinzip dieses Gebiet hier haben wir ja mehr oder weniger erkundet. Hier sind wir gestartet. Nach dem anfänglichen Story-Modus Geplänkel, Vorgeplänkel, sage ich mal, sind dann hierher gekommen. Also hier glaube ich nicht, dass es den Wurfhaken gibt. Wir sollten also wahrscheinlich doch nochmal durch das Tor laufen und uns vielleicht so im südlichen Bereich mal umgucken. Das wäre jetzt so meine Idee, dass wir das vielleicht mal so machen. Oh, Bananen nehmen wir natürlich auch gerne, gerne mit. Hier sind gleich so viele. Brauche ich noch Kohlenhydrate auf jeden Fall. Essen wir das auf jeden Fall auch sofort. So, mehr wird die jetzt aber nicht bringen. Genau. Hi. So, okay. Das war jetzt wichtig, dass wir das bekommen haben. Die Kohlenhydrate. Das nehmen wir natürlich auch. Das Vogelnest würde ich auch mitnehmen. Feder, da könnte man sich auch noch mal überlegen, dass man noch mal Pfeile herstellen. Also theoretisch könnte man auch noch mal versuchen, dieser Straße zu folgen. Allerdings war das ja nicht so von Erfolg gekrönt. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier den Plan, dass wir uns im Süden umgucken. Würde ich als sinnvoller ansehen. So, das heißt, nach Süden laufen. Ja, ist im Prinzip da lang. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon da lang gelaufen bin. Gucken wir mal, also hier ist das Gewässer. Dass wir uns da irgendwie mal so ringsherum umsehen, tatsächlich am Wasser entlang laufen. Am Wasser, das sagte ich eigentlich nicht im. Ich glaube, ich weiß sogar, was das dann hier für eine Gegend ist. Also so ein bisschen was haben wir ja halt im Singleplayer schon mal erkundet. So dass wir ja nicht ganz orientierungslos sind. Aber ich habe natürlich auch noch nicht so die große Map-Kenntnis, dass ich mich jetzt.
problemlos auskennen würde. Habe ich jetzt gerade hier jemanden singen hören? Ist übrigens. Oh, gleich mehrere Eier. Ich glaube, die kann ich dann auch essen. Guck ich mal. Weiß nicht, ob ich die kochen kann vorher. Ich würde mal annehmen, dass es besser ist, wenn ich die koche. Ja. So, wo sind wir jetzt? 48, 26, 5. 48, 26, 5. Also wir laufen jetzt hier tatsächlich am Rande dieses Felsens oder des Gebirges entlang. Vielleicht sollte ich demnächst, ich laufe jetzt hier einfach weiter. Vielleicht sollte ich demnächst dann aber doch irgendwie mal sehen, dass ich auf Wege komme, die mich vielleicht auch irgendwo hinführen. So einen blöden Egel. Gucken wir uns doch gleich mal an. So viel wieder durchs Wasser gelaufen. War's das schon? Sieht so aus. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, am Ende der Karte sozusagen, an der einen Stelle, oder? Na gut, kann eigentlich nicht sein. Hier ist nur diese Quelle. Also es würde hier auch noch weitergehen. Ist halt die Frage, wollen wir das tun? Hier einfach mal wirklich da weiterlaufen. Ein bisschen bekannt kommt mir das ja schon vor. Halt aus dem Singleplayer. Ich glaube, hier werde ich auch gleich, ja, ich weiß, glaube ich, wo ich herkomme, rauskomme. Hier werde ich auch gleich so einen Wurfhaken wieder brauchen. Das war so eine Stelle. Genau. Da. Das kennen wir nämlich auch aus dem Singleplayer. Aber klar, da weiß ich auch, wo wir dann sind. Das ist ja dann da dieser Anfangs. Wasserfall. Genau. Was mir jetzt schon wieder Angst macht oder Sorgen bereitet, ist der Fakt, dass wir hier gleich wieder einschlafen werden. Warum ist unsere Ausdauer jetzt immer so schnell weg? Das finde ich jetzt natürlich nicht so gut. Was war das jetzt für ein Geräusch? Hast du das auch gehört? Guck mal an. Ach Mist, jetzt bin ich da wieder rein. Ich habe es gehört und habe zu spät geschalten, dass ich da vielleicht rennen sollte. Okay, probieren wir mal. Wo haben wir jetzt hier? Ich werde sowieso gleich wieder ohnmächtig. Hallo, gib mir doch mal die Stelle, wo das war. Ist natürlich immer das, was man sich zuletzt anguckt. Tabakverband. War das das? Jetzt fällt er erstmal wieder um. Danke. Gut, dann brauche ich diesen Verband jetzt auch nicht mehr ummachen. So, das hier würde ich mal weglegen. Dann können wir vielleicht noch den zweiten Vogel mitnehmen. Genau, das ist mir dann wichtiger, das zu haben. So.
So, ja, neuer Dialog freigeschalten, aber ich muss mich hier erstmal umgucken. Ich hoffe, hier passiert mir jetzt nichts, wenn ich mich umgucke. Sieht jedenfalls sehr vielversprechend aus. Ich muss wirklich erstmal was finden, wo ich mich wieder ein bisschen heilen kann, vielleicht. Ein Bett. Müsste es ja eigentlich geben, ne? Ja, sonst legen wir uns halt einfach wieder auf die Planke. Warum nicht? Das will ich jetzt auch alles noch nicht lesen. Tagebuch, neuer Eintrag. Wir sind hier jedenfalls am Drogenlabor, aber ich brauche irgendwie was zu essen. Das will ich auch alles noch nicht lesen. Warum gibt es hier gar nichts zu essen? Das ist doch blöd. Tasche öffnen. Ist auch wieder nur ein Brief drin. Das ist schön. Dann mal Orangensaft. Essen. Bringt mir mal ein bisschen was. Trockenfleisch. Auch gleich essen. So, und dann legen wir uns hier mal schnell hin. Haben wir uns jetzt hier erstmal ausgeruht. Knochenmesser nehme ich jetzt einfach mal mit. Dann können wir uns noch mal ein bisschen umgucken nach Nahrung vielleicht. Was haben wir hier? Kleiner Stock. Auch noch mal eine Notiz. Also zum Lesen gibt es hier dann sehr viel. Wir schauen uns hier auf jeden Fall auch in Ruhe um, ganz klar. Halt gerade was die Story angeht. Aber ich brauche eigentlich erstmal hier so eine Grundversorgung wieder. Also im Singleplayer gab es hier sehr viel, was man dann auch essen konnte und so. So gab es sogar Medizin. Rostige Machete. Das ist schön. Ich habe bloß gerade keinen Platz. Das ist weniger schön. Aber jetzt hier im Story-Modus scheint es da nicht so viel zu geben. Seht euch dieses Wasser an. Das ist doch ideal, um sich hier mal zu säubern. Okay. So. Gut, dann laufen wir hier wieder zurück. Ich hatte das schon gehört. Hier sitzt irgendwo wieder irgendein garstiges Vieh. Ich hatte mich doch gerade gesäubert. Warum bin ich schon wieder dreckig? Oder immer noch? Gehen wir halt nochmal. So, waschen. Gut. Bestandsaufnahme. Wasser braucht man. Ah, sehr gut. Ah, dieser Topf, der war gut. So, das würde ich auch gleich mal essen. Hier die Chips. Leere Dose, leere Dose. Ich will mich noch mal ein kleines bisschen mehr hier umgucken. Wassersammler. Ich höre allerdings jemanden singen. Kein Platz im Rucksack, weil ich hier so viel Quark wieder habe. Halt nichts zu sammeln. Sammeln. Das nervt mich. Den Knochen würde ich jetzt mal wegtun.
die Federn. 20 Federn. Ich habe so viele Federn. Ich müsste ganz viele Pfeile mal machen. Okay, ich guck mal, dass ich ein bisschen spreche. Yeah, I think I found an abandoned drug factory. Wait, wait, what? A drug factory? Here? Are you sure there's no one in there? Ja, ich würde mal sagen, dass es vor kurzem well, benutzt it wurde. Does look like it was used recently. Please be careful. Someone might return at any moment. Ja, ich habe ja auch schon welche gehört, ne? They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake, I meant tools and such. No. Too bad. Naja gut, da war eine Machete, die hätte man gut verwenden können. Ach so, und hier könnte man jetzt auch nochmal gucken. Also die Käfige haben wir ja gesehen, ich habe nur nichts dazu gesagt, aber es war eigentlich klar. Even found some cages. Someone was being held here. Any idea who it was? Ja, woher soll man das wissen? I don't know. Okay, got it. Ach so, vielleicht kann man das vielleicht beantworten, wenn man die Notizen liest. Wir machen das dann mal so, dass wir auch die ganzen Notizen lesen. Okay, das sind halt irgendwelche Anweisungen, wahrscheinlich, wie man die Drogen herstellt. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Weiß nicht, ob wir uns das merken müssen, ob wir uns irgendwie dann selber mal was herstellen. Keine Ahnung. Wir haben es jetzt erstmal gelesen. Gab es hier unten auch noch eine Notiz? Wie gesagt, wir wollen ja nichts übersehen. Sind die denn? Jedes Mal, wenn ich da so in den hinteren Bereich hier von dem Lager gehe, höre ich die singen. Das ist ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Achso, Mikrowelle. Benutzen, das nützt mir ja nichts. So, dann liest man noch das. Sieht aus wie eine Art Logbuch. Geht es um Dope-Herstellung, ja. 21. Woche, manche der Arbeiter sind krank. In der 22. sind fast alle krank. In der 23. Woche ist die ganze Crew tot. Okay, 26. Woche ist dann schon mal nix. 27. Woche gibt es dann neue Arbeiter. Neuer Ausbruch. Okay, hier ist also irgendwas passiert. Krankheitsausbruch oder sowas? Ah, hier gibt es doch Schmerzmittel. Ah, man muss sich halt richtig umgucken, ne? Ich weiß halt nicht, wo der jetzt ist, dieser Typ. Ob der mich hier sehen würde, wenn ich jetzt hier mal weiter gucke. Jetzt nehme ich noch eine Notiz. Gruppe 1. Ist halt irgendwie Geld bekommen oder einer musste bezahlen.
Silver wegen Diebstahls eliminiert. So, in Gruppe 3. Geld erhalten, eliminiert, krank und bei denen ist man sich nicht ganz so sicher, was mit denen passiert ist. Mir geht's aber gerade auch nicht so gut. Bin schon wieder müde. Ich werde jetzt einfach mal schlafen, obwohl er hier in der Nähe ist.